Hallo und herzlich willkommen bei RetroBen. FIFA ist seit gestern draußen. Ich habe mir mal ein paar Packs gegönnt, wollte ich eigentlich nicht mehr machen dieses Jahr, aber wir gucken mal, was uns so erwartet in diesem Jahr. Bis jetzt nur Pech gehabt. Okay, spanischer Torwart, Chelsea. Ah, Käfer, okay. Nicht schlecht, aber auch nichts Besonderes. Okay, wir gucken weiter. Chelsea Torwart. Was mag der bringen? 2.000, 3.000 vielleicht. Mal gucken. Oh. Naja, okay. Duelles Gebot 1.000. 4.7, 2.4, 2.5. Na, 2.500, 3.000. Also nichts Besonderes. Leider. Ich habe 20 Euro jetzt investiert in FIFA Points. Mehr will ich auch dieses Jahr nicht investieren. Wenn da jetzt nichts bei ist, dann war's das. So, wir machen nächste Pack auf. Ein paar mal noch. Immer die 150er Packs. Das ist die Möglichkeit, ein bisschen höher was Gutes zu ziehen. Wir schauen mal. Wenn die Animation kommt, dann habt ihr schon verloren. André Gomes. Rotze. Bringt ungefähr nichts, denke ich mal. Direkt zum Verein. So, nächste. So, jetzt mal Daumen drücken. Ich möchte so gern mal einen guten Spieler haben. Ich spiele seit 2011 Ultimate Team. Hatte noch nie Glück. Wirklich noch nie Glück. Mal weggedrückt. Gucken, was kommt. Matip. Liverpool. Ja. Okay. Doppelter Spieler. Direkt mal auf den Transfermarkt stellen. So, und weiter geht's. Oh, wir haben nicht mehr viele Packs zum Öffnen. So, jetzt Daumen drücken. Komm schon. Ronaldo, Messi. Irgendjemand. Irgendein guter Spieler. Mbarba. Okay, nichts. Ah, ist ja wie jedes Jahr in FIFA. Kein Glück. Einfach kein Glück. Alle zu fein. Wie viel haben wir noch? Drei Packs können wir noch aufmachen. Vier Packs vielleicht. Los, komm schon, jetzt. Ich bete zu dir. Gott, gib mir was. Gib mir was, bitte. Komm schon. Mane! Valencia, 87 Tempo, okay. Könnte vielleicht ein wenig bringen. 1000 oder so. Oh, 1000 Münzen. Huhu. Nicht schlecht. Ich glaube, es ist wie die letzten Jahre. Einfach kein Glück. So, jetzt haben wir noch drei Packs, die wir öffnen können. Drei Packs. Komm, gib mir was. Okay. Belgien? Oh. Manchester City, Digga. De Bruyne, ja, das geht aber da. Kevin de Bruyne, ich werd verrückt. Dicker. Kevin de Bruyne. Wow, okay, es hat sich doch gelohnt. Das erste Mal, dass ich was Vernünftiges gezogen habe. Kevin de Bruyne, 91. Ist, glaube ich, einer der Top-10-Spieler dieses Jahr in FIFA 19. Ich glaube, der könnte richtig Coins bringen. Wow. Danke, Fußballgott. Dankeschön. Ey, den habe ich jetzt aber auch mal verdient. Richtig cool. Kevin de Bruyne. Aber den werden wir jetzt noch nicht verkaufen, weil Freitag ist erst Release. Und dann warten wir erstmal. Ich denke mal, der wird noch derbe im Preis steigen. So 2. 300.000 müssten bei Herrn de Bruyne drin sein. Oh, das ist ja richtig geil. Oder behalten und ein Team drumherum aufbauen? Das ist die Frage. Aber wir gucken erstmal gleich, was dieser Fußballer wert ist. Oh, das freut mich aber echt. 77 Tempo. Er hat gar nicht so gute Werte. 87 Dribbling, 86 Schuss. 92 Pass ist natürlich
Bombe. Wow! Gänsehaut am ganzen Körper. Sauber. De Bruyne. Oh, ich hab ihn. Ich hab ihn. So, Spieler abstoßen? Oder wie? Oh, ich muss erstmal klarkommen, gerade ein bisschen. Erstmal setzen lassen hier. Alter Schwede! Was ist Kevin De Bruyne eigentlich wert? Ich gucke hier gerade mal auf dem Handy, auf meine App. Was da so geht. De Bruyne. Ach, wir können ja hier direkt im Spiel auch mal auf Preisvergleich gucken, was De Bruyne so bringt. Aber auf jeden Fall, seine Werte sind nicht so stark. Beste ist echt so passen und dribbeln. Hat halt eine gute Position, könnte man schön zentral in der Mitte stellen und darum ein Team aufbauen. Also De Bruyne geht gerade aktuell 210.000. Startpreis 240.000. Ja, da geht was. Auf jeden, das ist nice. Boah, einmal Glück in FIFA. So, jetzt kann die Saison starten. Ciao.